1981 verguckte sich die Coiffeuse Nadia Darman in einen hünenhaften, wilden Mann mit langem, zerzaustem Haar und Goldkettchen um den Hals. Werner Günther. Werner Günther, die sind bei uns da zu Gast an der Lispo. Wenn ich euch jetzt so anschaue, ihr habt euch äusserlich sicher ein bisschen verändert seitdem. Es hat einige Sachen gegeben, die sich natürlich jetzt verändert haben. Nebst dem, wie Sie eingangs gesagt haben, haben lange Haare gehabt, sind ein bisschen kürzer geworden, haben einen Schnurrbart gehabt, der ist auch ganz weg. Und ich bin vielleicht nicht mehr ganz so hühnerhaft, wie Sie gesagt haben, sondern eher ein bisschen, ja, wie Otto Normalverbraucher wieder. Und wild? Ja, das kommt ab und zu noch. Ich spiele in der Eishockey-Halle ab und zu Eishockey mit den Lehrern hier von Lies. Und ja, es geht manchmal ein bisschen wild zu und her, aber nicht, dass ich da müsste jetzt den Schläger als Waffe fast benutzen. Nur noch so ab und zu in dem Fall. Ja, nein, ich bin schon ruhig geworden. Ja. Jetzt Günther ist ja nicht gerade so ein Schweizer Name, die werden aber als der Schweizer Athlet gehandelt. Woher kommt eigentlich der Name? Ich weiß es auch nicht. Es hat einmal einen Ausschnitt gegeben, wo es heisst Günther oder Günther nicht. Ich weiß es nicht. Sie haben mich auch schon gefragt, ob das irgendwie etwas Türkisches sei. Aber es gibt zwei Günther, so wie man es schreibt, die aus dem Deutschen kommen, also aus dem Norddeutschen. Vielleicht war mein Urgroßvater mal bei den Wikinger. Ich weiß nicht, vielleicht hat das einen Zusammenhang. Aber ich habe keine Ahnung, sonst, wo der Name herkommt. Kurz für alle, die es nicht schon längstens wissen. Ihr habt 12 Jahre sehr aktiv Spitzensport betrieben, Rücktritt im Jahr 1993, seid dreimal Weltmeister geworden, habt den dritten Platz gemacht an der Olympiade. Das sind wahrscheinlich nur wenige von den Sachen, was ihr sonst noch alles gewonnen und gemacht habt. Ja gut, es hat schon noch einige Titel gegeben, aber ich daraus raus kann man sicher sagen, eine wunderschöne Zeit im Sport. Ihr sind schöne Erinnerungen. Ich habe heute noch mit dem ehemaligen Ostdeutschen, der früher mein Konkurrent war, sehr guten Kontakt. Der Sport war für mich etwas, wo man Freude hineingeben konnte. Man hatte Leiden gehabt. Man hat auf ein Ziel geschafft. Und die Titel sind natürlich dann so wie wahrscheinlich der Künstler, der Applaus am Schluss. Und das ist etwas Wunderschönes. Und ich würde von dem her oder von diesen 12 Jahren absolut Spitzensport keine Minuten annehmen. Jetzt habt ihr ja Kugeln gestossen, weil es ist euer weitester Wurf war. Das war in Bern, das war im Olympiajahr 1988 mit 22,75 m. Das ist eine rechte Weite. Ja, das kann man sagen. Also es ist die vierbeste Leistung aller Zeiten. Also es haben erst 3 Liter gestossen wie ich. Aber es ist schon, eben, man sieht dann immer noch das Endprodukt und hat das Gefühl, das ist dann einfach, das sieht locker aus, wie überall. Aber die Zeit, die Stunden und Tage, die man da geschunden oder geschafft hat, die sieht man dann nicht mehr. Und seither hat jemand je noch so weit geschossen oder ist das unübertroffen? Also in der Schweiz natürlich noch nicht. Das denke ich, wird auch lang so bestehen bleiben. Aber auf der Welt wird es schon wieder der eine oder andere natürlich geben. Andererseits muss man sagen, Rekorde, die sind vergesslich, beziehungsweise die wären irgendwann übertroffen. Aber für mich schön sind Titel, also Weltmeister ist man immer oder bleibt man immer. Und darum sind das eigentlich die schöneren Momente in dem Sinne. Ja, irgendwo denke ich ja auch mal eine Grenze, was man da erreichen kann. Es kann ja nicht unbegrenzt immer weitergehen. Ja, das denke ich auch, aber wo die Grenzen liegen, ist ganz, ganz schwierig zu sagen. Aber im Moment ist man sicher ein bisschen an einem Plafond angelangt, gerade jetzt in unserer Disziplin im Kugelstoßen. Aber auch der Rekord wird irgendwann umkehren und es wird weitergehen. Aber es wären sicher kleinere Brötchen im Backen. Jetzt seid ihr der Weltklasse-Athlet. Seid immer noch Vorbild. An euch werden die Leistungen gemessen. Also, wenn ich Vorbilder darf sein heute, dann freut es mich natürlich außerordentlich. Die Leistung ist klar, die Leistung ist etwas, was man gemacht hat. Aber es hat Leute, die Kugeln stoßen, die vielleicht 16 Meter stoßen, die fast den gleichen Aufwand betreiben und halt nur 16 Meter stoßen. Aber im Prinzip ist die Leistung
gleich einstufen wie der Schweizer Rekord in 22,75 m. Das ist natürlich immer alles relativ. Und darum denke ich, wenn ich so als Vorbild kann sein kann, dass jemand halt sagt, auch für mich 16 Meter auch schön und weit, dann muss ich sagen, wenn man so kann ein Vorbild sein kann, vielleicht auch menschlich noch ein bisschen, dann finde ich das schön. Ich denke, das ist mal die eine Seite. Die andere Seite ist die, die in eure Fußstapfen treten sollte. Ich habe dann ein Zitat von Marc Sandmeier, auch Kugelstösser. Es ist schwierig, im Schatten eines solchen Könners vorwärts zu kommen. Das ist klar. Es kann natürlich jemand, der sehr gut ist, kann natürlich alles ein bisschen überdecken. Oder Leute, die hinten nachkommen, haben Schwierigkeiten. Ich könnte das Zitat auch umkehren und sagen, es ist schwierig, ein grosser Anlass, wenn man fast der einzige Medaillenkandidat ist, ist es auch schwierig. Da lastet einem auch eine schaurige Last auf den Schultern. Und so kann man vielleicht sagen, der eher hinten dran ist, kann sich im Schatten vielleicht entwickeln. Wobei, vielleicht ist er so lange im Schatten, dass er zu wenig Sonne überkommt und gar nie, also dass er ein Schattengewächs bleibt. Aber es hat sicher auch Vorteile. Aber es ist sicher so, dass der, der nach mir kommt, immer am Günther gemessen wird. Ja, weil ihr habt da sehr eine hohe Latte gesteckt. Natürlich. Das kann man sagen, aber andererseits muss man vielleicht auch sagen, das ist eine Chance. Und man muss vielleicht den Journalist oder die Leute, die das verstehen, nicht immer sagen, der Günther hat und der Günther hat, sondern die Leute auch sich entwickeln lassen. Jetzt ganz eine banale Frage. Warum wird man Kugelstösser? Hat das einmal erster Hand oder mit zu tun von Körpergröße, vom Gewicht? Ich denke, jemand, der sehr klein ist, wird auch weniger Kugelstösser, oder? Man kann es natürlich schon, das ist klar. Also wenn wir zwei jetzt nebeneinander stehen, den Grössenunterschied, dann würde ich Ihnen vielleicht nicht sagen, wären Sie Kugelstösser. Hätte ich auch nicht so große Chance. Ja. Aber wie kommt man dazu? Sicher ist es so, ich hatte eine ganz begeisternde Lehrerin. Mein erster Trainer, den ich hatte, das war ein junger, enthusiastischer, leidenschaftlicher Leichtathlet. Und dann macht man am Anfang alle Disziplinen. Und bei mir hat sich dann sehr schnell herauskristallisiert, dass ich im Werfen, Speer, Kugel, Diskus eigentlich recht begabt bin. Und ich konnte mich lange nicht entscheiden für das Kugelstoßen, weil das in meiner Zeit noch war. 150, 160 Kilo Männer waren das, also richtige Fetzen. Ja, also, und dann habe ich gesagt, nein, das will, ich will nicht so werden. Und Jean Pirecco, mein Trainer, hat dann gesagt, Werner, du bist ein anderer, du wirst nicht so. Und auf das aber haben wir dann eigentlich ein bisschen beeinflussen oder überreden lassen. Und es ist klar, dort, wo man Erfolg hat und wo es in dem Sinne auch Ring fällt, da bleibt man dann auch. Und das Werfen hat mich immer interessiert. Also wir natürlich, ich bin als Kind am Bodensee gross geworden. Wir haben natürlich bald Tonnenweinstein in den See rausgeworfen. Also, ja, so und dort trainieren? Ja, kann man fast sagen, ja. Jetzt gibt es beim Kugelstossen auch Leichtgewicht, so wie beim Boxen? Nein, das gibt es nicht. Leichtathletik ist einfach so. Kugelstossen ist 2,13 Meter der Ring. Es gibt eine Drehstosstechnik und die Angleittechnik. Die Kugel muss vom Hals gestoßen werden und die Kugel bei der Aktiv ist 7,25 Kilo, Punkt, fertig. Ob gross, ob klein, ob dick, ob dünn, für alle einfach das Gleiche. 7,25 Kilo, wieso ist eine Kugel gerade so schwer? Ja, das bin ich fast ein bisschen überfragt. Nein, nicht nur ein bisschen, sondern ich bin überfragt. Ich weiß es auch nicht genau. Also man sagt, ganz, ganz früher haben wir mal englische Kanoniere an einer Kugel herumgestossen in der ich sage jetzt Freizeit oder zum Zeit totschlagen und es kommt von England. Aber warum genau die 7,25, das kann ich nicht beantworten. Jetzt haben wir vorhin vom Trainieren geredet. Welchen Stellenwert hat die Ernährung? Also bei mir hat sie am Anfang eigentlich eine untergeordnete Rolle gespielt. Ich mag mich erinnern, der Trainer hat auch immer gesagt, Werner, isst mal ein bisschen mehr, du isst wie ein Bürofräulein. Also nichts gegen Bürofrauen, oder die machen ihre Arbeit tipptopp. Aber brauchen vielleicht ein weniger Kalorien. Genau, und er hat das Gefühl, du musst mehr machen oder mehr essen. Und ich habe immer den Eindruck, ich esse das, was ich brauche. Oder und Spezialnahrung. Aber, als ich dann im 90er meine Bandscheiben operiert habe, haben wir dann bei der Ernährung schon angefangen, darauf zu schauen, umgestellt und ausgewogen. Aber ich würde mal sagen,
im Kugelstoss ist nicht so entscheidend, wie das vielleicht im Langstreckenlauf oder im Judo, wo man Gewichtsklassen hat, wo man natürlich dann sehr streng muss drauf schauen muss. Das spielt bei uns nicht ganz so eine entscheidende Rolle. Ihr habt vorhin, als wir so zusammen geredet haben, auch gesagt, dass ihr nicht so wie ein Gepard oder wie ein Panther, also so ganz kurzfristig müsst, die meiste Kraft eigentlich mobilisieren. Ja. Hat ihr das auch mit dem zu tun? Ja, weniger. Aber es ist so, dass ein Kugelstösser sehr schnellkräftig muss sein. Schnellkräftig heisst, in einer kürzester Zeit sehr viel leisten. Die 7,25 Kilo Kugel wird praktisch von null in nicht 2 Zentnersekunden auf über 50 Stundenkilometer beschleunigen. Also das ist unglaublich, was für Energie das man da braucht. Und ich vergleiche das einmal ein bisschen. Der Gepard, das ist ein Tier, das auch schnellkräftig ist. Der rennt die Beute nach und wenn er es innerhalb von vielleicht einer Minute oder nicht einmal gefangen oder gerissen hat, dann muss er 2 Stunden unter den Baum ausruhen. Und das ist der Kugelstösser in dem Sinne auch. Wir müssen in einer kurzen Zeit explodieren. Und die Energie oder die Energiebereitstellung ist etwas anders wie ein Mittelstrecker oder ein Langstreckenläufer. Und darum ist das manchmal nicht ganz nachvollziehbar für die normalen Leute. Auch wieder in Anführungs- und Schlusszeichen. Dass man immer das Gefühl, einer, der stark ist, muss auch lang rennen und umgekehrt. Und das ist einfach nicht ganz so. Das ist sehr spezifisch und disziplinenbezogen. Ist das auch mental, wo ihr euch wirklich ganz fest auf den Moment einstellt, wo die Kugeln einfach... Das ist natürlich ganz entscheidend. Also wir haben einen Punkt, den wir treffen müssen. Das ist wie beim Tennis im Service. Wenn ich maximal will, den Ball ins Feld hineinschlagen will, dann muss die Stimme vom Fuß, vom Ball genau treffen, dass ich das verwünsche. Und wenn etwas nicht ganz stimmt, dann ist er vielleicht hinten raus. Oder ich spiele zu fest ins Feld rein und hüpft vielleicht zu fest raus. Und das ist bei uns auch so. Also wir müssen uns eigentlich auf einen Punkt können konzentrieren und die Bewegung, wir müssen können, wie in einem Film, vorwärts und retour laufen lassen. Der Vorteil ist, wir können sagen, wenn wir anfangen, also ich kann in den Ring rein und ich kann mir meinen Rhythmus selber bestimmen. Es ist nicht Achtung, fertig, los. Ich habe einfach anderthalb Minuten Zeit, um den Versuch zu machen. Aber mental darauf vorbereiten ist natürlich ganz, ganz wichtig. Also, dass man das wie in einem Film kann ablaufen kann. Der Sieg ist immer das Ziel, glaube ich. Das ist ein Zitat von euch. Zusatzfrage, um jeden Preis? Nein, auf keinen Fall. Also, jeder hat natürlich Grenzen, die man erreicht. Beim einen ist es halt bei 22 Metern und beim anderen bei 15. Aber ich würde nie um jeden Preis wollen einen Sieg erzwingen. Aber es ist natürlich schön, wenn man trainiert und man gönnt, man hat Erfolg, man kommt vorwärts. Das ist dann eben, wie ich auch vorhin schon angedeutet habe, wenn das Publikum klatscht. Also wenn man Anerkennung hat, man ist ein bisschen Ego, ist man natürlich auch. Man hat natürlich schon Freude, wenn die Leute auch mit einem mitfiebern. Das tut einem natürlich mit Stolz erfüllen. Aber ich würde sagen, seine Möglichkeiten ausschöpfen. Seine Möglichkeiten, die man hat, und wenn das halt nur 16 oder 15 oder 13 sind, dann ist es gut. Wenn man nicht gönnt, dann kann man wenigstens sagen, ich habe alles gegeben, ich habe gelebt für das, ich habe mit Enthusiasmus, und dann kann man auch mit erhobenem Haupt in dem Sinn vom Feld gehen. Jetzt habt ihr ja auch eben, eigentlich mit Rückenproblemen gezahlt. Auch sonst Gelenke sind sicher auch nicht ganz wie neu nach so einer Sportkarriere. Ist sich das der Wert? Ja, also ich fühle mich nicht krank oder verbraucht. Und ich musste mal einen kleinen Splitter rausnehmen im Knie vor etwa 10 Jahren. Da hat der Chirurg gemeint, ich kriege das kommt wie zu gewissen Reihe aus. Das ist ein Tipptopp. Und von dem her habe ich eigentlich keine Angst. Das Einzige, das stimmt, das ist mein Rücken, die Bandscheibe, wo ich ja, verloren oder rausgedruckt hat. Das würde ich sagen, ist der Sport sicher mit Hilfe, dass das passiert ist. Aber im Großen und Ganzen fühle ich mich gut. Das war rund vor 11 Jahren, wo das passiert ist. Und ich kann Hockey spielen, ich kann shooten, ich kann Tennis spielen, ich kann alles machen. Ich fühle mich eigentlich relativ gesund, also im Vergleich wahrscheinlich zu anderen Leuten, die im gleichen Alter sind.
Ich merke, wir könnten da noch stundenlang zusammen weiterreden. Andererseits haben wir natürlich ganz ein gedrängtes Programm. Wir haben noch Janine Geigele, die jetzt uns ins Studio kommt. Darum müssen wir hier leider schon abbrechen. Wie gesagt, ich würde sehr gerne noch lange mit euch weiterberichten. Die Leute werden sicher sehr interessiert sein, wie das weitergeht.